Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Wir gehen mal in die Adessa-Mine und gucken, was da für interessante Dinge auf uns warten. Hauptsächlich Kämpfe gegen irgendwelche Kreaturen. Ah, alles klar. Okay. Okay, reden wir mal mit ihm und seinen Experimenten. Ah, ihr seid gekommen. Wunderbar, wunderbar. Dann können wir anfangen. Lasst euch von meinen Proben nicht beunruhigen. Sie sind betäubt. Vollständig unter meiner Kontrolle. Immer wenn Leute sagen, ich habe etwas vollkommen unter Kontrolle, dann ist der Moment, wo ich mich beunruhigt fühle. Aber gut. Okay, wie funktioniert das? Ich habe eine regelrechte Menagerie versammelt. Ihr sollt sie bekämpfen. Wobei die Gegner immer stärker werden. Sie müssten bald aus der Betäubung erwachen. Ich ziehe mich in meinen Beobachtungsbereich zurück. Das Experiment kann beginnen. Ja, okay. Dann. Ich nehme mal an. Ja. Die Wichte sind die ersten. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er was Stärkeres als den Troll und die. Ja, was für ein Troll hier haben wird. Kobolde jetzt. Oh, so auf die Kids mit ihren dämlichen. Ja, dann wollen wir mal den Troll brezeln. Ich weiß gar nicht, was mehr Schaden macht. Nix da. Oh, er hat widerstanden. Au. Das war jetzt gut. Wollte ich gerade sagen, hauen wir ihm doch einfach die ganze Zeit unser Schwert gegen den Allerwertesten, dann passt das schon. Aber okay. Ich werde nicht in den Abbrechungsmodus gehen. Ich will dem nicht zeigen, was ich sonst noch so alles kann. Das soll er gar nicht wissen. Es reicht schon, wenn er sieht, dass wir Magie benutzen können. Wahrscheinlich länger gedauert, als es hätte dauern müssen. Kann man es looten? Ja. Sehr schön. Ich werde mal erst looten. Okay, das war alles. Ich wollte sagen, ich werde mal erst looten und dann mit ihm reden, aber das ist, ja. Ah, hier ist noch eine Pflanze, die nehmen wir mit. Er hat sich aber gut hier versteckt. Okay. Wunderbar, nicht wahr? Ich kann es kaum erwarten, die Ergebnisse zu veröffentlichen. Vielleicht darf ich in der Basilika Gnostra sprechen. Ihr habt euch sehr gut geschlagen. Bitte nehmt diese Tränke, um die Wunden zu heilen, die ihr euch während des Experiments vielleicht zugezogen habt. Danke noch einmal. Dann hättest du mir vielleicht einen Heiltrank geben sollen und keine anderen Tränke. Aber gut, die Tränke, die wir bekommen haben, sind gar nicht so schlecht. Also von daher. Wir kümmern uns dann nochmal hier um die Riesenratten, damit die den Dämonen nicht auch noch irgendwie Probleme machen. Okay. Hier war auch noch eine Kiste. Okay. Okay. Ging doch. Okay, nichts, was wir brauchen können, außer den Goldmünzen natürlich. Goldmünzen gehen immer. Goldmünzen gehen immer. Lohnen sich auch immer. Ja, von daher war das jetzt. Wir haben auch gut Gold bekommen für unseren Dingens. Ist schon okay. So.
Yeah. Ihr betretet sie auf eigenes Risiko. Ja, wir sind schon wieder raus aus der Mine. Ich gucke jetzt mal gerade, was haben wir denn noch an Quests jetzt? Das verschwundene Handbuch. Ich hätte jetzt gedacht, wir hatten es schon, aber wahrscheinlich haben wir es dann doch noch nicht. Können wir da hinreisen? Hier von hier? Ja, weil, ne, da waren wir ja schon. Ich hatte eigentlich gedacht, wir hätten da alles, hätten da was mitgenommen. Aber gut, dann gehen wir da mal rein. Ach Gott. Ich weiß noch, beim letzten Mal, wo wir hier drin waren, dachte ich, der wäre tot, als wir das zweite Mal hier hinkamen. Nee, falsche Richtung. Aber er liegt da nur und schläft. Warum auch immer er auf dem Teppich liegt und schläft. Ich finde, er sieht sehr tot aus, wie er da liegt. Das ist das Problem. Okay. Ja, das war jetzt nicht schwer. Der Vorteil ist, dass wir hier einfach schon waren. Ach, Moment. Dank der Proben, die ihr mir gebracht habt, bin ich fast am Ziel. Noch ein paar Tests und ich kann meine Forschungen abschließen. Stimmt, zudem mussten wir ja auch noch... Okay. Lebt wohl. Gut. Die Quest ist, glaube ich, noch nicht ganz beendet. Wir haben, glaube ich, noch nicht... Wir müssen, glaube ich, noch mehr Proben sammeln, ne? Das ist so blöd. Ich habe jetzt keine Lust, ganz Apertüre nach irgendwelchen Erzproben abzuklappern. Ich wollte jetzt eigentlich tatsächlich danach mit der Hauptquest weitermachen. Oh, hier, Brachlande. Meine Herren. Jo. Da laufe ich jetzt definitiv nicht hin. Ach, du bist das. Hier, Apule. Ich habe schon 3 Bergarbeiter an die Bargest verloren. Haben wir uns nicht um die Bargäste gekümmert? Hier, ich habe ein Handbuch abzuliefern. Verzeihung? Oh, ja. Die Zentrale hat endlich ein Exemplar des Handbuchs der Motus Bergbaugesellschaft aufgetrieben. Danke, dass ihr es gebracht habt. Okay. Guten Tag. Jetzt frage ich mich ja, können die ihre Mine nicht führen ohne Handbuch? Ich meine, so gar nicht? Okay, ich guck mal gerade, ob wir was hier abholen können bei der Mine. Weil an dieser Mine sind wir ja mit beteiligt, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Ab und zu müssen wir mal hier zu den Leuten hin und fragen. Ich glaube, er war das, ne? War er das? Wir haben die Mine so weit ausgebaut, wie es möglich ist, fürchte ich. Aber seht nur, wie sie sich entwickelt hat. Ein prächtiger Anblick, nicht wahr? Wirklich ein Meisterwerk der modernen Architektur, wenn ich das sagen darf. Dann hoffe ich mal, sie wirft auch was ab. Ich möchte mein Geld abholen. Bitte sehr. Das okay, sind die Gewinne, gespannt, die wir während dabei? Eurer Abwesenheit erwirtschaftet haben. Ja, ich meine, für ab und zu mal, ne? Meine Liebe. Für ab und zu mal finde ich das vollkommen okay. Seid gegrüßt. Ja, 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 ja. Ich könnte, weil wir gerade hier in einem Haus sind, das ich besitze... im Gucken. Ich weiß gar nicht, ob es hier ob ich hier Alchemie und sowas alles machen konnte oder nicht. Ich habe auf jeden Fall hier was, wo ich Gemmen schleifen kann. Herstellen, einfassen und entfernen kann ich an dieser Stelle. Gucken wir mal eben hier aufwerten. Okay. Gab es hier auch ein... Nee. Ich glaube, hier gab es nur den Gemmenschleifaltar, ne? Wenn ich das auf der Karte richtig sehe. Schade, schade. Ja gut. Ein bisschen Alchemie wäre auch nett gewesen, aber man kann nicht alles haben. Bei Pflanzen wachsen hier, ne? Aber nur die eine. Ja, okay. Dann bringe ich das jetzt mal nach Adessa zurück. Und dann können wir das ja in dem... Dann können wir das ja in unserem... Ich würde mal sagen, quasi in unserem Haupthaus. So würde ich... Also ich würde sagen, ich meine, die Weberkarte ist ja auch sehr nett. Da können wir auch immerhin Schmiedekunst und Alchemie machen. Können uns reparieren. Aber das ist einfach... Adessa hier, dieses...
Sandsteingut ist einfach natürlich das protzigste bisher. Ich weiß gar nicht, was es sonst noch so alles gab. Ich erinnere mich da nicht mehr dran, was ich da mal gelesen hatte. Und soweit hatte ich es ja auch nie gespielt, dass ich weitere Häuser freigeschaltet hätte. Also die Weberkarte kannte ich und das war alles. Seid gegrüßt. Ja, seid gegrüßt. Ihr mir auch, ihr mir auch. Okay. Genau. Geben wir das mal ab hier. Wo ist er? Da war er. Genau hier. Versteckt. Okay. Nun, es freut mich zu hören, dass die Filiale in den Brachlanden das Handbuch erhalten hat. Ich danke euch dafür. Ja, alles klar. Na schön. Dann... Guten Tag. Können wir hier schon... Ja, nee, wir brauchen noch nicht fragen, ob wir irgendwas abholen können an Beteiligung. Das ist zu früh. Ich überlege jetzt gerade, wir hatten die Mine. Waren wir auch bei irgendwas beteiligt an der... im Netzwald? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir sonst irgendwo schon Geld abholen könnten. Von irgendwoher. Warte mal. Ich gucke jetzt mal gerade eben. Ich muss mal gerade in mich gehen. Das erste, was wir kriegen, ist die Weberkarte. Ansonsten wusste ich jetzt nur. Ach nee, hier, ne? Das Haus der Tapferkeit-Ding. Das ist auch quasi unser da. Da gibt's auch was. Stimmt, da sind wir auch beteiligt. Eigentlich müssten wir da auch mal hinreisen. Da konnten wir uns, glaube ich, waren wir da nicht an der Arena irgendwie beteiligt? Warst du das? Nee, du warst das, ne? Seid gegrüßt, Champion. Ja. Es sind zahlreiche Leute erschienen, die euch zum Kampf herausfordern wollen. So viele, dass ich ihre Namen der Anschlagtafel hinzugefügt habe. Ah ja. Ich dachte eigentlich, gab es hier nicht viel irgendwie... Okay. Champion. Ja, nee, dann war das nicht hier. War hier nicht auch? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich weiß es nicht mehr. Ich guck mal gerade. Okay, das kann ich mal eben zerlegen. Schicksalsweberei ist gut. Aber der alte Mann im Pfuhl verdient mit teuren Lügen seinen Lebensunterhalt. Schicksalsweberei ist kein Humbug, möchte ich mal anmerken. war das nicht hier, dass wir hier auch irgendwie eine Beteiligung an der Arena hatten? Habe ich das falsch mir gemerkt? Wer will denn gegen uns kämpfen? Niemand. Das ist doch alles Gedöns, was wir schon hatten, oder? Besiege alle Wichte. Hä? Hatten wir das nicht schon? Okay. Ich habe ehrlich gesagt auf die Arena-Kämpfe nicht ganz so viel Bock. Also, wir haben ja die Questreihe, die mit dem Gebäude hier endete, erledigt. Von daher würde ich einfach mal sagen, mehr brauchen wir da nicht machen. Und ich würde auch gerne mit der Hauptquest weitermachen. Und zwar jetzt die Großgeneralgeschichte machen. Denn, ja, den Kram hier mit den... Ja, das ist alles, ne, Aufgaben. Das ist alles so... wiederholbares Zeug und wenn man mal irgendwo was findet oder so. Aber das finde ich nicht so wichtig. Also Nebenquests und Gruppierungsquests, ja, aber ja, das müssen wir auch machen. Wo ist denn die Helmgard-Quest? Ich guck mal gerade. Vielleicht ist das eher was... Weil die war irgendwo hier. Genau, hier ist die Helmgard-Feste. Und wo müssen wir für Alin Schiers Großgeneral hin? In Mai. Keine Ahnung. Wo ist er? Wo ist er? Ach, da oben. Okay, dann würde es ja jetzt Sinn machen, zur Helmgard-Feste.
Ne, genau, ich wollte gerade sagen, wir waren doch noch gar nicht da. Alles klar, dann machen wir jetzt mal erst die Kriegsgeweihten-Questreihe weiter. Das finde ich eine ganz gute Idee. Ich überlege nur gerade, ob wir vielleicht erstmal zu einem Punkt reisen, der ein bisschen näher ran ist und wo wir nicht hier wieder durch den ganzen Kram durchlaufen müssen. Da würde ich ganz gern nach Ysa. Ja. Das ist so schön hier. Es wäre so schön, wenn wir die ganze Zeit hier bleiben könnten, aber das geht leider nicht. Wir müssen Ysa schon wieder verlassen. Also manche Ecken hier finde ich wirklich sehr schön in dieser Welt. Finde ich sehr gelungen. Ja, in Ysa gab es auch Quests noch. Es gibt hier überall in dieser Welt noch Quests. Ich glaube, um 100% Run zu machen, muss man das Spiel weitaus mehr spielen, als ich jetzt im Rahmen dieses Let's Plays machen kann. Wahrscheinlich muss man es einfach mehrmals machen, um auch wirklich alles mitzunehmen. Das ist auch noch eine Quest. Was ist denn hier? Oh. Okay, ein grauer Bargänser greift mich an. Ich finde es schade, dass die grau sind. Ich meine, man bekommt noch ein ganz klein bisschen EP. Aber dass die einen auch die ganze Zeit noch angreifen. Was ist das denn hier? Die gelenkten Hände. Ach. Ja, doch. Das habe ich nicht so ganz auf dem Schirm gerade. Die Questreihe, muss ich gestehen. Ja. Wir kommen... Ich dachte, wir kommen von hier irgendwie... Kommen wir vielleicht hier besser? Ja, komm, machen wir mal eben so. Sonst muss ich ja den ganzen Weg da noch einmal rumeiern. Ey, hier ist aber auch echt was los, ne? Wir müssen nach Süden. Ich werde jetzt mal versuchen, den Trollen weitestgehend aus dem Weg zu... aus dem Weg zu gehen. Ach nee, es sind Jotun. Es sind keine Trolle. Richtig, richtig. Weil sich das kampftechnisch für uns sowieso nicht mehr lohnt. Die sind hier... Ja, komm, Wolf, gib's doch auf. Ach, lass es doch. Die können mir doch alle nichts mehr. Unbedingt sterben willst, bitte. Okay. Naja, sie bringt immerhin noch 233 MP. Ich glaube, Loot... Naja, doch, ein bisschen Loot ist auch da. Okay. Sogar was Blaues, was wahrscheinlich nicht mehr gut genug für uns ist. Aber okay, lassen wir es mal. Okay, die Eratel-Ebenen. In die bin ich damals reingelaufen, glaube ich. Als ich das erste Mal gespielt habe und dachte, ach, ich kann die Welt einfach mal erkunden, bin ich, glaube ich, hier hingelaufen. Und dann war die ganze... Gegend hier auf Level 10. Da war alles bis hierhin auf Level 10 gelockt, weil ich glaube, ich Level 10 oder so war. Damals, als die Gegner noch auf den Level, den man hat, gelockt werden. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist aber doof. Ja, wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Hier ist doch noch was zum Looten. Ah ja, nee, das lassen wir mal drin. Wobei, die... Vollhautstiefel nehme ich mit. Der Hammer nützt mir jetzt nur wirklich nichts. Deswegen bin ich da mal großzügig und lasse den drin. Okay, sowas finde ich auch gut. Das sieht doch auch alles sehr nett aus hier. Hui. Hier gibt es auch Quests zuhauf. Gleich mal so zu anfangen. Also es ist nicht so, dass wir hier nichts zu tun haben werden. Im Gegenteil. Hier ist echt viel an Quests gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Ich wollte mal hier so ein bisschen... Upsa. Hei, hei, hei. Gut, dass wir über Kanten nicht rüberfallen können. Nee, ist
Sieht aber doch schon mal ganz nett hier aus. Ach, dieses Licht, was hier so... Das ist aber schön. Also das finde ich ja jetzt mal echt hübsch hier mit der Lichtstimmung und so. Es ist nicht immer super, aber die meiste Zeit hat das Spiel ja doch ganz gute Licht- und Schatteneffekte. Zumindest wenn man sie entsprechend eingestellt hat. Was ich meine, ich habe... Also ich glaube, ich hatte schon... Okay. Du siehst so aus, als hättest du irgendwie ein Problem, bei dem wir dir helfen können. Seid gegrüßt, Wanderin. Einen Augenblick eurer Zeit. Ich möchte einen Gefallen erbitten. Mhm. Seid ihr so eine Art Bettler? Ich mag vielleicht so aussehen. Ich bin nur ein Alpha, der eure Hilfe braucht. Ich habe einige Besitztümer zu verkaufen. Doch leider sind die Bürger von Aiten nicht gut auf mich zu sprechen. Verkauft ihr sie an meiner Stadt? Ich gebe euch einen Gegenstand, ihr verkauft ihn. Ich erhalte einen Anteil, ihr behaltet den Gewinn. So lange, bis ich all mein Hab und Gut verkauft habe. Versteht ihr? Ich verstehe die Logik nicht. Warum will er sein Hab und Gut verkaufen? Ich verkaufe eure Habseligkeiten. Mal gucken, ich wo das hinführt. Doch, ihr seht aus wie eine Kauffrau. Ja, genau. Ich möchte mehrere Gegenstände verkaufen. Wenn ihr wünscht, könnt ihr sie mir alle sofort abkaufen und sie später weiterverkaufen. Ist dann mein Inventar vollgeklöttert? Gib mir den ersten Gegenstand. Wie ihr wünscht. Die Gegenstände sind in annehmbarem Zustand. Ein wenig Politur könnte hier und da jedoch nicht schaden. Mein Silber beispielsweise. Es ist ein wenig angelaufen, doch Bannraun könnte das Metall brauchen. Wenn ihr es einschmelzt, zahlt ihr vermutlich mehr. Okay, was soll ich mit dem Silber machen? Ich will, dass ihr es verkauft. Bannraun, der örtliche Schmied, kann das Silber gewiss gebrauchen. Wenn ihr das Silber einschmelzt, bezahlt ihr vielleicht mehr dafür. Okay. Erzähl mal ein bisschen was über dich, Jung. Früher war das hier ein friedlicher Ort voll Ackerland. Ruhig ist es noch immer, doch nun lauern hier überall freie Männer, die nur morden und rauben wollen. Okay, dann ja. Warum? Ich will wissen, warum er sein ganzes Hab und Gut verkaufen will. Da gibt es nicht viel zu sagen. Eine von vielen Seelen, die über die Ebenen irrt und zu überleben versucht. Okay. Aiten war nicht immer so ausgestorben. Doch heute ist es kaum mehr als ein Rastplatz für Reisende auf dem Weg von Dalentart nach Rathir. Okay. Ja. Hallo. Hallo. Gott, hier gibt es Quests und Dinge zu erkunden. Und hier ist eine ganze Menge, was man machen kann. Hier gibt es eine Anschlagtafel, natürlich. Belohnungen für Banditen. Kommen wir mal und Banditenanführer nehmen. Klar, solche Quests, solche Aufträge, damit die Leute uns mögen, machen wir. Also ich würde mal sagen, ich denke mal, wir werden hier vielleicht erstmal questen und gar nicht die, und dann uns auf dem Weg zur Feste machen. Aber, ich glaube, das ist jetzt hier eine ganz gute Gegend, um einfach mal ein bisschen Aufgaben zu erledigen. Gehen wir doch mal hier zu dem... Wer bist denn du? Bist du der Schmied? Okay. Willkommen im dröhnenden Hammer. Man sieht dieser Tage nicht besonders viele neue Gesichter in Aiten. Meine Schmiede ist geöffnet. Und wenn ihr etwas lernen wollt, kann ich euch auch damit dienen. Oh, ich hätte etwas Silber zu verkaufen. Dieses Silber kenne ich. Ich habe es für Ratofir gefertigt, als er noch den großen Herrn bei uns spielte. Der Krieg hat ihn wohl endlich eingeholt. Das war gutes Silber, wenn ich mich recht entsinne. Doch im Moment habe ich ohnehin genug zu tun. Also gut, hier ist etwas Geld. Alles klar. Erzähl mir doch mal bitte was über die Heide und Aiten und überhaupt. Bevor Talarane in Trümmern lag, waren es die Felder und Bewohner von Aiten, die die zahlreichen Zitadellen dort versorgten. Aber der Krieg hat uns hart getroffen. Banditen suchen die Straßen heim und selbst der Rondhof ist niedergebrannt. Okay. Sie treiben sich in der Heide herum, also seid vorsichtig, wenn ihr dort draußen unterwegs seid. Diese freien Männer schleichen sich gerne an Wanderer an.
Ja, ich glaube, mit denen werden wir fertig. Was, erzähl mal was über die Heide. Es ist eine ziemlich ruhige Gegend, die vor allem aus Ackerland besteht. Aber mit dem Rundhof und den freien Männern haben auch wir unsere Probleme. Okay, die Schmiede steht euch stets zur Verfügung. Ja. Die Banditen sind dann wahrscheinlich diejenigen, die den Rundhof besetzt halten. Und ja, wenn wir den Rundhof, wenn wir die Banditen da weg... Na, ob der Rundhof das nächste Gebäude ist, das wir dann kriegen. Okay, er war also mal ein großer Herr hier. Wir müssen dieses Geschäft bald abschließen. Ich brauche dieses Geld möglichst bald. Ja, damit du neue Kleider kaufen kannst. Ja. Oh, 50 Gold nur. Ich hätte nie geglaubt, den Tag noch zu erleben, an dem ich mich über eine solch geringe Summe freue. Die Dorfbewohner freuen sich wohl mit mir. Doch soll die Vergangenheit ruhen. Ich habe noch etwas für euch. Mein Tuch. Etwas mitgenommen, doch der Stoff wird von Alchemisten für die Handhabung von Reagenzien verwendet. Askel Thorin kauft das Tuch vielleicht. Er ist stur, doch er kann nicht falschen. Seht, welchen Preis ihr aushandeln könnt. Okay. Ich frage ihn nochmal über sich. Vielleicht erzählt er ein bisschen mehr. Vielleicht war ich einst jemand, als der Krieg nur ein kleine Scharmütze in Chlorikon war. Doch als wir hörten, dass die Kriegsfront kommen soll, hatte sie uns schon erreicht. Und wie ein Narr habe ich die Gelegenheit mit einem Lächeln empfangen. Okay, was soll ich mit diesem Tuch? Askel Thorin, der örtliche Alchemist, ist daran interessiert. Der Stoff wird für gewöhnlich verwendet, um empfindliche Reagenzien und Tränke zu handhaben. Seht, welchen Preis ihr mit ihm aushandeln könnt. Okay. Ja. Ja. Könnte jetzt alles... Ich hätte alles auf einmal machen können, aber... Es wäre vielleicht auch okay gewesen. Hast du nicht? Hallo? Ah, vielleicht eine Etage höher. Ach du meine Güte. Jetzt nicht den falschen... Guten Tag, Reisende. Einen Moment lang dachte ich, diese verfluchten freien Männer wollten mich ausrauben. Willkommen. Ich biete sowohl alchemistische Gegenstände an, als auch Unterricht in der Kunst der Trankherstellung, falls ihr daran interessiert seid. Wenn du mich darin unterrichten kannst, ich möchte ein Tuch verkaufen. Ah, Ratofers neues Botenmädchen. Ratofer ist seit Jahren in der Stadt, doch seit seiner Rückkehr aus Thyvili höre ich heute zum ersten Mal von ihm. Nach über 10 Jahren. Eine unschöne Angelegenheit. Ich habe sein Tuch schon einmal gesehen und weiß von seinen Eigenschaften. Ich kaufe es. Okay. Dann gucken wir mal gerade, was er so zu verkaufen hat. Aber scheinbar können wir bei ihm gar nichts lernen, weil, ne? Sah jetzt nicht so aus. Jetzt könnten wir bei ihm irgendwas kaufen. Haben wir das Rezept für großen Heiltrank schon? Ich weiß es gerade nicht. Na komm. Können wir uns leisten. Also gut. Okay, und du? Wenn ihr handeln wollt, solltet ihr mit Askel reden. Nach meinem letzten Fehler darf ich nicht mal mehr die Bücher führen. Ich will ihm ja helfen, aber er lässt mich einfach nicht in die Nähe seiner Hauptbücher. Alles klar, kann ich irgendwie helfen? Nun, wenn ihr meinen Fehler ungeschehen machen könntet, würde mich Askel vielleicht wieder mithelfen lassen. Ich habe kürzlich ein paar Rechnungen verschickt. Allerdings habe ich einen kleinen Rechenfehler gemacht, der uns einiges kosten könnte. Bislang scheint es noch keinem der Kunden aufgefallen zu sein. Könntet ihr diese Rechnungen deshalb vielleicht wieder einsammeln? Möglichst diskret? Ah, okay, ich besorge sie euch. Oh, vielen Dank. Es gibt insgesamt 5 Rechnungen. 4 gingen an die Dorfbewohner. Die letzte wurde mit einem reisenden Händler zur Festung der Kriegsgeweihten geschickt, nach Helmgard. Na gut, dass wir da eh hin müssen. Oh, und erzählt Askel nichts davon. Klar, der steht ja nicht neben uns, also von daher ist alles gut. Ja, wo finde ich sie? 4 von ihnen wurden an Dorfbewohner übergeben. Die letzte ging an die Helmgard-Feste, den Stützpunkt der Kriegsgeweihten. Also habe ich sie einem reisenden Händler mitgegeben. Okay, dann... Es war schön, sich mit euch zu unterhalten. Ja, finde ich auch. Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich eine Quest, die wir später machen. Denn ich würde gerne tatsächlich zuerst hier so ein bisschen was machen.
und mich dann, also die Aufgaben, die wir jetzt angenommen haben und so die Quests, die wir so hier auf dem Weg erledigen können. Alten heißt all seine Besucher. Dann können wir nämlich diese Quest dann machen, wenn wir sowieso in Richtung Helmgard-Feste wollen. Was machen meine Angelegenheiten? Ja, ich habe das Tuch verkauft. Und ich hoffe, ihr habt von Askel bekommen, was ihr wolltet. Ich habe noch etwas, was ihr verkaufen sollt. Ein paar Dolche. Fynwic Ivar sammelt Waffen. Prunkhafte, gemmenverzierte Zeremonienwaffen zwar, doch dennoch Waffen. Vielleicht solltet ihr einige Gemmen in die Dolche fassen. Handelt dafür aus, was ihr könnt. Aber schafft sie mir aus den Augen. Was soll ich mit den Dolchen? Nein, ich frag ihn erstmal wieder zu sich. Ich ließ mich vom Krieg mitreißen. Jeder, der gesund war, marschierte gen Osten. Und ich unter ihnen. Auf der Suche nach Ruhm, nach Stolz, nach Rache. Sie waren das Einzige, was wir nie gefunden haben. Okay, was soll ich mit diesen Dolchen? Verkauft sie an Fynwic Ivar. Er hält sich für einen kultivierten Sammler solcherlei Dinge. Er ist recht eitel. Wenn ihr ein oder zwei Gemmen darin einfasst, bezahlt er gewiss mehr für die Dolche. Okay. Das heißt, ich muss jetzt von meinen Gemmen was opfern. Wo ist denn hier ein Gemmenschlafanzug? Das muss ja hier im Gebäude drin sein. Da ist ja das Zeichen für den... Okay. Ich hatte jetzt gedacht, hier wäre nur der Heiler drin gewesen, aber okay. Vielleicht habe ich das eben auch... Ich überlege gerade. Doch, da unten, ne? Ah, hier. Okay, einfassen. Ratufersdolch. Was tun wir denn mal rein? Oh, nee, auch noch eine gute. Ja, komm, Schaden bei Nacht braucht keine Sau. Okay. Gut. Dann wird er uns hoffentlich mehr dafür bezahlen. Weil es ja jetzt eine ganz tolle Waffe ist, mit, die Schaden bei Nacht macht. Also mehr Schaden bei Nacht macht. Ich glaube, ich muss mal eben die Quest aktiv schalten, weil ich habe irgendwie keine Ahnung, welche der vier. Jetzt ist die richtige, alles klar. Gut, machen wir aber in der nächsten Folge. Ich werde jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.